Hey, welcome back. Ja, das hier ist der zweite Konzertvlog. Dieses Mal mit einem Intro. Zugegebenermaßen habe ich es beim ersten vergessen und hatte dann, ist es mir halt erst beim Schneiden aufgefallen und dann dachte ich mir so, nee, keine Lust mehr, weil ich dann auch nach dem Konzert, oh, der Schatten ist direkt in meiner Fresse, das ist natürlich super. Weil ich dann auch krank geworden bin nach dem Konzert, beziehungsweise mir ging es halt nicht so gut. Und ich hatte noch Klausurstress, den ich eigentlich immer noch habe, aber trotzdem noch auf Konzerte gehe. So, meine ganzen Konzerte dieses Jahr sind alle im Oktober. Ja, die Planung ist ein bisschen scheiße, aber egal. Und ja, dieses Mal geht es Tatsache nach Bielefeld, also bei mir hier in der Nähe. Und zwar zu einem Mike Singer-Konzert. Zur Déjà-vu-Tour. Yay. Zugegebenermaßen kann ich glaube, zwei Lieder. Also ich habe mir das Album angehört, aber mitsingen kann ich halt. Ja. Ja, wie ihr seht, bin ich schon fertig geschminkt, fertig angezogen, beziehungsweise habe einfach so ein basic schwarzes T-Shirt an und eine schwarze Jeans. Und noch einen Joker. Vielleicht frössel ich mir noch irgendwie ein Bandana um, aber das weiß ich noch nicht. Und ja, wir haben es gerade. Wie viel Uhr haben wir es? 2:30. Und in, ich glaube, 1,5 Stunden fahren wir hier los. Dann geht's ab nach Bielefeld. Ich glaube, wir fahren irgendwie eine Dreiviertelstunde. Einlass ist halt um 17 Uhr und Konzertbeginn ist dann um 18 Uhr. Und ja, falls ihr euch wundert, warum wir so spät losfahren. Aua. Meiner Meinung nach würde es keinen Sinn machen, da jetzt noch 3, 4 Stunden anzustehen, da es eh VIP-Tickets gibt und somit dann die ersten Reihen eh voll sind und man eh keine Chance hat, vorne zu stehen. Weshalb ich keinen Sinn darin sehe, mich da den ganzen Tag hinzustellen. Deswegen fahren wir halt passend zum Einlass hin. Und ja. Ich hoffe, ihr genießt es ein wenig, diesen Vlog zu sehen. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Angucken. Okay, so langsam wird es dann auch mal Zeit. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch einen Mutti-Zettel ausdrucken muss. Yay. Das Problem, wenn man unter 16 ist und noch einen Mutti-Zettel braucht. Was brauche ich denn alles? Ich brauche meinen Perso, ich brauche meine Powerbank, ich brauche das Ticket. Ups, meine Nägel. Yay. Ich mag das voll. Das sieht eigentlich voll geil aus, nur dann kommt diese Macke da. Egal. Ich muss jetzt noch Mutti-Zettel ausdrucken, meine Tasche packen, mir eine andere Hose anziehen. Muss ich noch irgendwas machen? I'm not sure. So, muss doch mit der Hand halten. Oh, meine Uhr muss ich noch umbinden. Ich muss ja wissen, wie spät das ist. Immer gut. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wir haben gerade 15:23 Uhr. In einer halben Stunde muss ich spätestens los. Welche Tasche nehme ich dann? Das Problem ist, in meiner anderen Tasche ist noch Konfetti vom Lochi-Konzert. Alter, überall, wo ich stehe, ist BTS im Hintergrund. Und Schwie. Wer kennt den Anime? No Game, No Life? Ja. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt fertig. Meld mich dann vielleicht nochmal aus dem Auto. Und ja. Bis gleich. Ich werde jetzt erstmal einen Mutti-Zettel ausdrucken. Ich bin jetzt am Ringlockschuppen angekommen und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ich werde gerade angestarrt. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu der Schlange und bis gleich. Hey.
all, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it. Von links nach rechts, 6 Stunden. Thank you.
Zeit, denn du wirst zum Game bereit. Will nicht reden, sondern sliden. Lass dir Zeit, das Lab ist mein Halt. Besser bring den LA Style. Du musst liefern, denn du bist der Werfer im Schein. Die Leute wanken, du bist am Crumpen. Hör auf den Beat, wenn du nie gedacht. Wo sind die Hände? Ich tschüss mit deinem Groupie. Ganz egal, 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 egal. Der ist der beste Moment für mich, nur ein ganz normaler Tag. Auf einmal sind alle da. Lass dein Geschäft jetzt auf. Und du denkst, du kennst mich? Aber wenn ihr die Stimme hört, dann bringt ihr die Panik ins Ohr. Wenn ihr ihn schon immer gefeiert habt. Ich hab's euch allen gesagt. Was? Ich hab alle gewarnt. Hä? Irgendwann kommt der Tag, dann ist mir alles egal. Yes. Was geht ab, Bielefeld? Habt ihr Spaß? Ihr seid ganz schön viele, ne? Okay, also bevor ich jetzt wieder gehe, haben wir ja eine kleine Aktion gemacht. Moment! Lass mich doch kurz reden. Einmal alle zuhören. Also, noch. Moment! Ich muss erst mal anfangen zu reden. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir vielleicht jemanden hier auf die Bühne holen, der hier singen müsste. Ich hab gedacht, dass ich nicht verstehe, aber du hast uns verstanden. Heute sag ich Gott sei Dank, Dank, Dank. Ich mal gekannt hab, hat sich in dich verwandelt. Und ich hing allein von vorne. Ich hab vergessen, wie du heißt. Manche Wunden hat die Zeit. Ich weiß, dein Gesicht ist schön, doch in der Licht bist du es leider nicht. Sie schießt voll. Hält mich bei dem Mann, dann wenn du mich weiterweist, lässt du mich alleine im Dunkeln stehen. Ich wusste bald bei dir meine Tränen, aber du hast uns verstanden. Heute sag ich Gott sei Dank, Dank, Dank. Ich hab vergessen, wie du heißt. Alle zusammen! Manche Wunden hält die Zeit. Ich weiß, dein Gesicht ist schön, doch innerlich bist du es leider nicht. Hey! Ich hab vergessen, wie du heißt. Vergessen, wie du heißt. Ich hab vergessen, wie du heißt. Vergessen, wie du heißt. Ich hab vergessen, wie du heißt. Vergessen, wie du heißt. Ich hab vergessen, wie du heißt. Oh, ist mir auch egal. Ich hab vergessen, wie du heißt. Alle. Wollte doch nur dieses Lied singen, wenn die Jinky auch kennt. Hey. Wollte wie ein Blitz und Glamour, und dass ich was ändert, noch nicht. Ja. Ich bin für immer Sänger und kein Instagrammer, okay. Und jetzt alle. Ich wollte einfach nur singen, ja, ich wollte einfach nur singen. Seit ich kleiner war, das immer mein Ding, ja, das war immer mein Ding. Ich wollte einfach nur singen, ja, ich wollte einfach nur singen. Mein Kopf ist voller Melodien. Sie singt. Hey! Und ihr Designer muss sie singen. Und ihr Designer muss sie singen.
kennt alle den Song. Ich möchte euch ganz, ganz laut singen, okay? Das ist mein erster englischer Song. Also will ich euch alle hören, okay? Hey, alle zusammen. You've got me.
Dieser Song ist für euch und für alle Eltern, die heute mitgekommen sind. Ich denke, dass jeder von euch diesen Song kennen wird. Deswegen will ich euch noch einmal richtig, richtig laut hören. Viel Spaß und ohne dich von euch. Ich will euch ganz, ganz laut sein. Ich will auch die Eltern, alles. Ihr seid so ein krasses Publikum. Aber ich will jetzt noch einmal das letzte Mal eure Hände sehen. Ihr habt alle zwei Hände, alle Hände nach oben. Alle Hände von links nach rechts. Alle zusammen! Ohne dich hab ich heute Nacht gescheit. Ohne dich war ich heute Nacht nicht sein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich hab ich heute Nacht gescheit. Ohne dich war ich heute Nacht nicht sein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich hab ich heute Nacht nicht sein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht sein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Danke für den wunderschönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wart ein unfassbar krasses Publikum für mich. Ich glaube, das war die krasseste Show bis jetzt. Ich freue mich gleich sehr, mit den VIPs Fotos zu machen. Mein Name ist Mike Singer. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Bis bald. Tschüss. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Die Aufnahme ist jetzt echt scheiße, aber egal. Ja. Oh, scheiße, ist das peinlich. Aber egal.
Konzert ist vorbei. War geil, aber ich melde mich später nochmal, weil ich jetzt zum Auto gehe. All the words inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ich bin wieder zu Hause. Wir sind schon abgeschminkt. Ich gehe gleich ins Bett. Mein Hund. Spicy! Spicy, sag hallo! Hallo! Sag hallo! Hm? Ja, ich weiß, du willst schlafen. Ja, Fazit zum Konzert. Es war echt nice. Also, ich war ja persönlich jetzt nicht mehr so hyped auf ihn. Aber es war echt nice. Nur die haben halt sehr viele Songs vom Karma-Album gespielt. Nicht so viele vom Déjà-vu-Album. Aber egal. Ich mochte Karma auch extrem gerne, das Album. Und natürlich als Finale Déjà-vu. Ja. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ja. Seid gespannt auf den BTS-Vlog. Wie gesagt, 9 Tage. Heilige Scheiße. 9 Tage. Ich werde sowas von sterben, aber egal. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Und